Hallo ihr Lieben, ich grüße euch. Heute habe ich ein Dreiecktuch dabei und ein wunderbar einfaches Muster. Das geht im Grunde nur über zwei Reihen. Ja, das wiederholt sich dann immer. Ich zeige euch das natürlich wieder Schritt für Schritt, damit auch Häkelanfänger sich dieses schöne Dreiecktuch häkeln können. Es hat wirklich ein schönes Muster. Ja, seht ihr? Das sieht echt schön aus. Und die Wolle ist auch sehr schön. Was ich für Wolle genommen habe, findet ihr wie immer gewohnt unterm Video in der Beschreibung in der Infobox. Da habe ich euch alles hinterlegt. Was für Wolle, was für Nadelgröße etc. Ja? Okay, ihr Lieben. Was gibt es noch zu sagen? Ja, besucht mich gerne auf Facebook, wenn ihr mögt, oder auf Instagram. Natürlich würde ich mich freuen, wenn ihr mir ein Like da lasst für das Video. Und ja, ich wünsche euch ganz viel Freude beim Nachhäkeln und sage, los geht's. Viel Spaß. So, ihr Lieben, dann wollen wir uns mal an das Dreiecktuch wagen. Okay, wir beginnen mit 8 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Wir machen 2 Umschläge. Jetzt gehen wir mit den beiden Umschlägen in die allererste Luftmasche. Holen uns den Faden. Jetzt haben wir hier 4 Schlaufen auf der Nadel. Faden holen. Na, so, durch die ersten beiden Schlaufen. Faden holen durch die nächsten beiden Schlaufen und Faden holen durch die letzten beiden Schlaufen. Also wir haben doppeltes Stäbchen gehäkelt. Dann macht ihr eine Luftmasche und wieder 2 Umschläge. Ihr geht wieder in die erste Luftmasche, also wir stechen in dieselbe Masche wieder ein, holen uns wieder den Faden und häkeln wieder ein doppeltes Stäbchen. Also durch die ersten beiden Schlaufen, durch die nächsten beiden Schlaufen und durch die letzten beiden Schlaufen. Und wieder eine Luftmasche. Wieder 2 Umschläge. Wir gehen wieder in dieselbe Masche. Faden holen und wieder ein doppeltes Stäbchen häkeln. Und wieder eine Luftmasche. Und nochmal 2 Umschläge in dieselbe Masche. Faden holen und doppeltes Stäbchen häkeln. Wir haben jetzt 4 doppelte Stäbchen gehäkelt und am Anfang hatten wir ja 8 Luftmaschen. Dann ein doppeltes Stäbchen Luftmasche, ein zweites doppeltes Stäbchen Luftmasche, ein drittes doppeltes Stäbchen und wieder eine Luftmasche und ein viertes doppeltes Stäbchen und eine Luftmasche. Am Ende der Reihe machen wir 1, 2, 3 Umschläge. Am Ende der Reihe kommt jetzt hier ein Dreifachstäbchen. Also wir gehen hier nochmal in diese Masche, wo wir die ganze Zeit eingestochen haben, holen uns den Faden und jetzt wieder die ersten beiden Schlaufen abhäkeln, Faden holen die nächsten beiden Schlaufen abhäkeln, Faden holen wieder die nächsten beiden Schlaufen und Faden holen die letzten beiden Schlaufen abhäkeln. So, und dann haben wir hier quasi die erste Reihe schon geschafft und wir kommen jetzt zur nächsten Reihe. Dafür macht ihr eine Luftmasche und wendet und ihr geht hier vorne gleich in die erste Masche, ja, hier gleich in die erste Masche ohne Umschlag, einstechen, Faden holen, 2 Schlaufen auf der Nadel, Faden holen und durch beide Schlaufen ziehen. Also wir häkeln eine feste Masche. Jetzt macht ihr 5 Luftmaschen. 1, 2, 3,
4, 5, einen Umschlag. Jetzt haben wir hier, ich nenne das mal Fächer, ja, mit unseren 4 doppelten Stäbchen. Und da möchte ich, dass ihr zwischen den 4 doppelten Stäbchen, also in der Mitte, hier 2 doppelte und hier 2 doppelte Stäbchen und da dazwischen mit einem Umschlag geht ihr hier rein in die Mitte, Faden holen, 3 Schlaufen auf der Nadel, Faden holen, ihr häkelt nur die ersten beiden Schlaufen ab, ihr habt dann noch 2 Schlaufen auf der Nadel, die lasst ihr drauf, Umschlag, ihr geht nochmal hier mittig rein, holt den Faden, jetzt habt ihr 4 Schlaufen auf der Nadel, 1, 2, 3, 4, Faden holen, ihr häkelt wieder die ersten beiden Schlaufen ab, jetzt habt ihr noch 3 Schlaufen auf der Nadel und die werden jetzt mit einmal abgehäkelt. Also wir haben 2 Stäbchen quasi zusammengehäkelt, ja. Okay, jetzt macht ihr wieder 5 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt geht ihr hier hinten in unsere Anfangsluftmaschen hier, wo wir die 8 Luftmaschen gehäkelt haben. Da lasst ihr eine frei nach dem Stäbchen, eine Masche frei und in die übernächste stecht ihr ein, ohne Umschlag einstechen, Faden holen und auch hier eine feste Masche häkeln. 2 Schlaufen auf der Nadel, Faden holen, durch alle beiden Schlaufen ziehen. So, jetzt zieht sich das ein bisschen, wird aber gleich anders mit der nächsten Reihe. So, okay, nächste Reihe. Wir machen 7 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und ihr wendet. Ihr macht 2 Umschläge. Und ihr geht gleich hier unten in die feste Masche, die wir gerade gehäkelt haben, ja, hier unten, da mit 2 Umschlägen einstechen, Faden holen und hier auch wieder ein doppeltes Stäbchen häkeln. 1, 2, 3, eine Luftmasche. Dann wieder 2 Umschläge. Wieder in dieselbe Masche stechen, hier in die feste Masche und doppeltes Stäbchen häkeln. Ersten beiden Schlaufen, die nächsten beiden Schlaufen und die letzten beiden Schlaufen. Und wieder eine Luftmasche. 2 Umschläge und nochmal in dieselbe Masche stechen, ja, in dieselbe Masche, Faden holen. Und nochmal ein doppeltes Stäbchen häkeln. Eine Luftmasche. 2 Umschläge. Und nochmal in dieselbe Masche. Faden holen. Und doppeltes Stäbchen häkeln. Und eine Luftmasche. Jetzt haben wir hier wieder einen Fächer, ja, mit unseren 4 doppelten Stäbchen. Wir haben jetzt nochmal eine Luftmasche gemacht und jetzt geht ihr einfach ohne Umschlag, geht ihr hier rüber, wo wir die 2 Stäbchen zusammengehäkelt haben, stecht ohne Umschlag oben ein, Faden holen, 2 Schlaufen auf der Nadel und beide Schlaufen abhäkeln, das heißt, wir häkeln eine feste Masche. Dann wieder eine Luftmasche, 2 Umschläge und jetzt geht ihr hier rüber, ganz am Ende der Reihe jetzt, haben wir wieder unsere feste Masche, da wieder mit beiden Umschlägen einstechen und 4 doppelte Stäbchen häkeln mit jeweils einer Luftmasche dazwischen. So, das erste doppelte Stäbchen, Luftmasche, 2 Umschläge, wieder in die feste Masche stechen, das zweite doppelte Stäbchen häkeln.
eine Luftmasche. Zwei Umschläge und wieder in dieselbe Masche und doppeltes Stäbchen. Das ist das dritte doppelte Stäbchen. Eine Luftmasche, zwei Umschläge, in dieselbe feste Masche stechen und ein viertes doppeltes Stäbchen häkeln. Ja, jetzt haben wir hier wieder unseren Fächer. 1, 2, 3, 4 doppelte Stäbchen. Ihr macht nochmal eine Luftmasche am Ende der Reihe. Und am Ende der Reihe, wenn wir die Fächer häkeln, kommt immer ein Dreifachstäbchen. Also drei Umschläge. Ihr geht wieder in die feste Masche und häkelt ein Dreifachstäbchen. Also die ersten beiden Schlaufen abhäkeln, Faden holen, die nächsten beiden Schlaufen abhäkeln, Faden holen und nochmal die nächsten beiden Schlaufen und zum Schluss die letzten beiden Schlaufen abhäkeln. Und schon haben wir das nicht mehr, dass sich das so kruppelt, ja, wie bei der zweiten Reihe. So, und dann haben wir hier die dritte Reihe geschafft. Und jetzt wiederholt sie es, aber ich zeige euch das nochmal. Ne? Jetzt kommt immer zweite, dritte, oder dann jetzt, wenn wir jetzt häkeln, wir die vierte und die fünfte. Das heißt dann vierte und fünfte wiederholen, vierte und fünfte, ja. Okay, ich zeige euch die vierte. Die ist im Prinzip wie die zweite, ja? Okay, ihr macht eine Luftmasche und wendet. Ihr geht gleich hier unten, gleich hier am Anfang in die feste Masche, ohne Umschlag, Faden holen und feste Masche häkeln. Also Faden holen und durch beide Schlaufen ziehen. Dann macht ihr fünf Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5. Einen Umschlag und ihr geht hier bei unserem Fächer inzwischen die beiden doppelten Stäbchen, also zwischen die vier doppelten Stäbchen. Wir haben hier zwei doppelte und hier zwei doppelte Stäbchen und da stecht ihr mit einem Umschlag ein, Faden holen, die ersten beiden Schlaufen abhäkeln, die anderen auf der Nadel lassen, ein Umschlag. Wieder zwischen die Stäbchen, Faden holen, die ersten beiden Schlaufen abhäkeln. Ihr habt noch drei auf der Nadel, Faden holen und alle drei abhäkeln. Also zwei Stäbchen hier zusammenhäkeln. Dann wieder fünf Luftmaschen, 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt gehen wir hier rüber zu unserer festen Masche, ja, wir gehen hier, hier sind wir gehen jetzt hier rüber, feste Masche, ohne Umschlag und häkeln da auch wieder eine feste Masche. Und wieder 1, 2, 3, 4, 5 Luftmaschen, ein Umschlag und wir gehen hier bei unserem Fächer wieder zwischen die doppelten Stäbchen, wir haben links zwei doppelte Stäbchen und wir haben rechts zwei doppelte Stäbchen. Da macht ihr einen Umschlag, geht dazwischen und ihr häkelt wieder zwei Stäbchen zusammen. Also durch die ersten beiden Schlaufen, die anderen auf der Nadel lassen, Umschlag, nochmal einstechen, Faden holen, die ersten beiden Schlaufen abhäkeln. Wir haben drei Schlaufen auf der Nadel, Faden holen und durch alle drei Schlaufen ziehen. Und wieder fünf Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5. Und wir setzen hier hinten am Ende der Reihe, lassen wir eine frei. Hier ist unser letztes doppeltes Stäbchen. Danach lasst ihr eine Luftmasche frei. In die übernächste stecht ihr ein und häkelt eine feste Masche. So. Das war im Prinzip Reihe 2 nochmal, also das war jetzt Reihe 4, wird genauso gehäkelt wie Reihe 2 und wir kommen zur Reihe 5, die wird gehäkelt wie Reihe 3. Ja? So, die Reihe 5, wir machen 7 Luftmaschen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, wir wenden.
Wir machen zwei Umschläge und häkeln wieder unsere Fächer, also unsere doppelten Stäbchen. Zwei Umschläge und wir gehen wieder hier vorne gleich in die feste Masche und häkeln ein doppeltes Stäbchen und eine Luftmasche. Dann wieder zwei Umschläge, wir gehen wieder in dieselbe Masche und häkeln auch wieder ein doppeltes Stäbchen, das zweite von diesem Fächer. Ja? Wir haben jetzt zwei doppelte Stäbchen gehäkelt, eine Luftmasche, zwei Umschläge, wir gehen wieder in dieselbe Masche, häkeln ein drittes doppeltes Stäbchen vom Fächer, eine Luftmasche und zwei Umschläge und wir häkeln das vierte doppelte Stäbchen für den ersten Fächer der Reihe. Dann macht ihr eine Luftmasche. Ihr geht jetzt hier rüber, wo wir die zwei Stäbchen zusammengehäkelt haben. Und da geht ihr oben einfach ohne Umschlag oben einstechen, Faden holen und feste Masche häkeln. Dann wieder eine Luftmasche, zwei Umschläge und ihr geht hier rüber zur nächsten festen Masche. Da mit zwei Umschlägen wieder einstechen, Faden holen und unsere vier doppelten Stäbchen mit den Luftmaschen dazwischen häkeln. Erste doppelte Stäbchen, Luftmasche. Zwei Umschläge, wieder in die feste Masche stechen. Das zweite doppelte Stäbchen. Wieder eine Luftmasche, zwei Umschläge, wieder in die feste Masche stechen, das dritte doppelte Stäbchen, eine Luftmasche und nochmal zwei Umschläge, auch in die feste Masche stechen und das vierte doppelte Stäbchen häkeln und eine Luftmasche. Ja, da haben wir wieder unseren Fächer, 1, 2, 3, 4 doppelte Stäbchen. Dann hier, wie gesagt, auch eine Luftmasche und jetzt geht ihr rüber zu unseren zwei Stäbchen, die wir zusammengehäkelt haben von der Vorreihe. Stecht einfach oben ein und häkelt eine feste Masche. Dann eine Luftmasche, zwei Umschläge und wir sind hier am Ende. Auch da haben wir die feste Masche, da stecht ihr mit zwei Umschlägen ein. Wir häkeln hier auch unseren Fächer, auch wieder vier doppelte Stäbchen mit jeweils einer Luftmasche dazwischen. So, da haben wir wieder vier. 1, 2, 3, 4 doppelte Stäbchen. Wir sind am Ende der Reihe. Das heißt, eine Luftmasche, 1, 2, 3 Umschläge. Und wir gehen nochmal in dieselbe Masche. Und am Ende der Reihe häkeln wir ein Dreifachstäbchen. Immer am Ende der Reihe, wenn wir die Reihe mit den Fächern häkeln, ja, kommt ein Dreifachstäbchen. Und da haben wir die Reihe 3 wiederholt. Das heißt, Reihe 3 ist wie Reihe 5, Reihe 2 ist wie Reihe 4. Ich zeige es euch nochmal, damit das ein bisschen in Fleisch und Blut übergeht, weil wenn man den Dreh raus hat, häkelt sich das Dreiecktuch wunderbar und super schnell. Ja? Okay, also wieder eine Wendeluftmasche. Wir wiederholen jetzt im Prinzip Reihe 2 und Reihe 4. Ja, die sind identisch. Und wir sind insgesamt bei Reihe 6, glaube ich. 1, 2, 3, 4, 5, jawohl, bei Reihe 6. Also 2 und 4 sind identisch und die 6. ist auch identisch mit Reihe 2 und mit Reihe 4. Okay, also eine Luftmasche und wir wenden. Ihr geht hier vorne gleich am Anfang in die erste Masche und häkelt eine feste Masche.
Dann kommen 5 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5. Ein Umschlag. Dann geht ihr hier beim Fächer wieder zwischen die doppelten Stäbchen mit einem Umschlag, Faden holen, die ersten beiden Schlaufen abhäkeln, die anderen auf der Nadel lassen, ein Umschlag, wir gehen nochmal in denselben Zwischenraum, häkeln die ersten beiden Schlaufen ab, ihr habt noch 3 Schlaufen auf der Nadel und die häkelt ihr jetzt mit einmal ab. Dann wieder 1, 2, 3, 4, 5 doppelte fünf Luftmaschen. Und ihr geht hier rüber zu unserer festen Masche hier, da einstechen und feste Masche häkeln. Dann wieder 1, 2, 3, 4, 5 Luftmaschen, ein Umschlag beim Fächer in die Mitte zwischen die doppelten Stäbchen. Und 2 Stäbchen zusammenhäkeln. Und wieder 5 Luftmaschen. Und eine feste Masche häkeln. Und zwar hier drüben haben wir ja schon eine feste Masche. Stecht ihr nochmal ein. Häkelt eine weitere feste Masche. Und nochmal 5 Luftmaschen. Ein Umschlag. Wir haben hier unseren letzten Fächer. Dazwischen wieder 2 Stäbchen zusammenhäkeln. So, und nochmal 5 Luftmaschen. Und zum Schluss hier hinten haben wir ja die 7 Stäbchen ganz am Anfang gehäkelt. Da haben wir hier das letzte doppelte Stäbchen. Danach lasst ihr eine Masche frei und in die übernächste stecht ihr ein ohne Umschlag und häkelt eine feste Masche. Ja? So, und da haben wir jetzt Reihe 2, Reihe 4 und Reihe 6 immer identisch gehäkelt, nur dass es halt die Reihe immer größer wird, ja? Okay. So, dann nochmal Reihe 3 und Reihe 5 wiederholen. Und dann zeige ich euch jetzt die Reihe 7. Die ist wie gesagt identisch mit Reihe 3 und Reihe 5. Das heißt, wir machen 7 Luftmaschen. 2, 3, 4, 5, 6, 7 und wir wenden. Wir machen 2 Umschläge und wir gehen hier wieder in die feste Masche, gleich am Anfang und häkeln unseren Fächer. Also 4 doppelte Stäbchen häkeln und jeweils eine Luftmasche dazwischen. So, da haben wir unser viertes doppeltes Stäbchen vom Fächer gehäkelt, eine Luftmasche. Und ohne Umschlag geht ihr jetzt hier zu unseren zusammengehäkelten Stäbchen, oben einstechen, ohne Umschlag, Faden holen und feste Masche häkeln. Dann wieder eine Luftmasche, 2 Umschläge. Und ihr geht hier zur nächsten festen Masche. Da kommt jetzt unser nächster Fächer rein. Ja? 2 Umschläge, feste Masche einstechen. Und wir häkeln wieder doppelte Stäbchen. 1 und eine Luftmasche, 2 Umschläge. Das zweite doppelte Stäbchen, eine Luftmasche. 2 Umschläge. Wieder in die feste Masche stechen. Drittes doppeltes Stäbchen, eine Luftmasche, 2 Umschläge und nochmal einstechen und das vierte doppelte Stäbchen häkeln und eine Luftmasche. Und ihr geht hier rüber
zu unseren zwei gehäkelten, zusammengehäkelten Stäbchen. Ihr stecht ohne Umschlag oben ein und macht eine feste Masche. Dann eine Luftmasche, zwei Umschläge und wir gehen zum nächsten festen Masche. Stechen mit zwei Umschlägen in die feste Masche ein und häkeln unseren Fächer. So, und da haben wir wieder unseren Fächer, unsere vier doppelten Stäbchen mit jeweils der Luftmasche zwischen. Hier machen wir auch eine Luftmasche. Und wir gehen wieder hier rüber zu unseren zwei zusammengehäkelten Stäbchen. Da wieder oben ohne Umschlag, oben einstechen und feste Masche häkeln. Ein Umschlag und hier hinten bei der letzten festen Masche auch wieder unseren Fächer, also zwei Umschläge in die feste Masche einstechen, doppeltes Stäbchen häkeln, eine Luftmasche, zwei Umschläge, feste Masche einstechen, doppeltes Stäbchen häkeln, eine Luftmasche, zwei Umschläge, das dritte doppelte Stäbchen in die feste Masche häkeln, eine Luftmasche, zwei Umschläge und wieder in die feste Masche. So, wir haben unsere vier doppelten Stäbchen, eine Luftmasche und wir sind am Ende der Reihe mit den Fächern. Das heißt, zum Ende kommt ein Dreifachstäbchen. Eins, zwei, drei, in dieselbe feste Masche einstechen. Und ein Dreifachstäbchen häkeln. So, und dann haben wir die siebte Reihe geschafft. Die siebte ist identisch mit Reihe 5 und Reihe 3. Und jetzt kommt wieder Reihe 8. Also nicht wieder, jetzt kommt die Reihe 8. Und die ist wieder identisch mit Reihe 6 und Reihe 4. Und Reihe 2. Ja? Okay, dann wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Häkeln. Ich häkel jetzt auch mal ein Stückchen und bin dann wieder da. Dann bis gleich. So, jetzt haben wir hier ein Stückchen, oder beziehungsweise ich habe mal ein Stückchen gehäkelt. So, und dann können wir uns das mal anschauen. Ich finde, das sieht richtig, richtig toll aus. Nochmal ein bisschen feucht machen, wenn dann die Größe erreicht ist. Und dann ist das ein wunderschönes Dreiecktuch. Wirklich ein schönes Muster. Die Wolle ist super, ganz leicht. Was ich für Wolle genommen habe, welche Nadelgröße, gut, die kann ich euch schon mal zeigen, findet ihr aber alles unter dem Video in der Beschreibung, in der Infobox. Da habe ich euch alles hinterlegt, ja, also so, dass ihr das nachvollziehen könnt, was für eine Wolle und welche Nadelgröße und so weiter, gell, ihr benötigt, wenn ihr dieselbe Wolle und dieselbe Farbe nehmen wollt. Genau. Gut. Okay, dann sage ich, wir haben es soweit geschafft. Ich häkel jetzt hier noch ein bisschen, mal gucken, wie weit. Und dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, eine schöne Zeit, bleibt gesund. Und ich sage, bis bald, ihr Lieben. Macht's gut. Tschüss.